Faktor EM. Der Podcast über Emergenz und wie das Neue in die Welt kommt. Mit Tanja Gronde und Rike Petzold. Heute Thema Serendipity, glückliche Zufälle. Und wer unseren Podcast schon seit der ersten Folge verfolgt, erinnert sich vielleicht, dass wir ganz in der ersten Folge mit Jochen Schwarzmann schon das Thema Zufall angesprochen haben, also die Rolle, die der Zufall spielt für Emergenz. Und das hat uns so fasziniert und so begeistert, dass wir gesagt haben, boah, da wollen wir auf jeden Fall mehr drüber erfahren. Und deswegen haben wir heute Christian Busch hier bei uns zu Gast. Dr. Christian Busch, World Leading Expert on Innovation, hier in den USA auch gelehrt, studiert. Also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass du in Bergisch Gladbach geboren wurdest, dass du in Heidelberg aufgewachsen bist. Das ist auch so ein glücklicher Zufall, beziehungsweise so ein Zufall mit Heidelberg, weil ich nämlich kürzlich für ein Projekt ganz viel recherchieren durfte zum Thema Bürgerbeteiligung. Und Heidelberg ist da ja auch ein totaler Vorreiter im Kontext von Bürgerbeteiligung. Ja, also Heidelberg aufgewachsen, dann warst du lange im englischsprachigen Raum unterwegs, was man dir wohl auch immer noch anmerkt, also Deutsch sprichst. Und dort, also im englischsprachigen Raum in England, in den USA, hast du Wirtschaft studiert, du hast Wirtschaft gelehrt und du hast dir unter anderem eine Expertise zum Thema Serendipity angeschafft. Also was es ist, dazu kommen wir gleich. Und über dieses Thema hast du auch ein Buch geschrieben. Auf Englisch heißt es total schön Connect the Dots. Also verbinde die Punkte. Und auf Deutsch weniger schön, finde ich zumindest, Erfolgsfaktor Zufall. Ich finde die deutschen Ausgaben manchmal so ein bisschen dröge mit dem Titel. Meine total persönliche Einschätzung. Und die notorische Arianna Huffington hat es gelesen und gelobt. Du bist gefühlt gerade überall. Und ehrlich gesagt, haben wir gar nicht damit gerechnet, dass du zu uns in unseren kleinen Podcast kommst und sind total begeistert, dass du zugesagt hast und mit uns heute über Serendipity sprichst. Und von daher auch gleich mal die allererste Frage. Seren, bitte was? Und wir kennen die Frage jetzt nicht im Kontext so sehr von Serendipity, aber Emergenz, also Institut für praktische Emergenz. Da fragen ja auch ganz viele, was soll das bitte sein? Und das kennst du wahrscheinlich hier auch gerade zum deutschsprachigen Raum. Was ist das? Was hat das mit der Serendipity auf sich? Und vielleicht kannst du uns einmal eben in der Nutshell sagen, was das ist, Serendipity oder auf Deutsch Serendipität. Ja, und vielen Dank erstmal. Also freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und also Serendipität ist was, hat eine riesige Rolle in meinem Leben gespielt. Also mein ganzes Leben war irgendwie eine Verkettung von Zufällen. Und was ich spannend fand, war jetzt über die letzten 10 Jahre als Wissenschaftler und auch als Unternehmer und Community Builder, dass irgendwie interessante Leute, die wir studiert haben, die wir uns angeschaut haben, überall auf der Welt, die haben ganz verschiedene Geschichten, wie sie dahin gekommen sind, wo sie hingekommen sind oder wie ihre Produkte so geworden sind, wie sie sind. Aber oftmals haben die gemeinsam, dass sie Serendipität, dieses aktive Glück, kultivieren. Was meine ich damit? Es ist ganz anders als dieses blinde Glück. Blindes Glück ist ja Geburtslotterie und so die Sachen, die man sich nicht wirklich aussuchen kann. Da kommt sehr viel soziale Ungleichheit her. Da kommt sehr viel von diesen Sachen her, wo einfach nur was vom Himmel fällt für Leute. Und Serendipität ist das aktive Glück, wo man im Prinzip mit dem Zufall umgeht. Beispiel, stell dir vor, du bist in einem Café und hast, wie ich, erratische Handbewegung und stößt da auf einmal unerwarteterweise einen Kaffee um, der auf die Person neben dir fällt. Und jetzt hast du ja ein paar Optionen. Eine Option ist, du sagst nur, ach, tut mir leid, gehst raus und denkst dir, ah, was hätte passieren können, hätte ich mit der Person gesprochen. Option 2, du fängst eine Konversation an und es wird die Liebe deines Lebens oder deine Podcast-Mitgründerin und so weiter. Und darum geht es halt, diese Idee, wie gehen wir mit dem Zufall um, was machen wir eben mit zufälligen Situationen, und das ist dann die Serendipität. Also irgendwie so zwei Sachen jetzt gehört, also einmal diese Mindset, also ich mache hier gerade Anführungszeichen mit den Fingern, Mindset-Geschichte, Glas halb voll oder halb leer, das ist immer die Frage, wie man das wahrnimmt. Und das andere, was ich jetzt gehört habe, ist dieses Bauchgefühl zu merken, zu hören, auch irgendwie zu spüren, wo zieht's mich hin, das ist ja auch eine Erfahrungsgeschichte ein Stück weit, oder? Da wäre jetzt meine Frage, wie forschst du, wie erforschst du Serendipity? Wie erforscht man sowas? Es ist sehr spannend, weil da, ich denke, es stößt auf zwei Sachen. Die erste ist, wie viel Interpretationsfrage da ja eigentlich drin ist. Also man kann ja die gleiche Situation komplett anders interpretieren, je nachdem, wann man sie anschaut und mit welchem Mindset man sie anschaut. Also oftmals sind ja so Krisen beispielsweise Wendepunkte, wo es dann später irgendwie, vielen Dank, dass die Krise damals passiert ist, weil sonst wäre ich nie hier und hier gekommen oder sonst hätte ich den Job gar nicht gekriegt, wenn ich hier nicht rausgeflogen wäre oder so Sachen. Ne? Aber im Moment eben fühlt sich
nicht direkt an. Und zweitens eben, es gibt ja so interessante Gedankenexperimente, beispielsweise Glückspilze versus Pechvögel. Und Gedankenexperiment ist, stell dir vor, du bist in der Bank und dann kommt ein Bankräuber rein und hoffentlich passiert es natürlich nicht, aber Bankräuber kommt rein und ein Schuss fällt. Und der Schuss geht bei dir hier in die Schulter rein, und aber nichts passiert, nur ein bisschen hier an der Schulter gestreift. Glückspilz würde jetzt sagen, vielen Dank, dass ich nicht gestorben bin. Es hätte ja schlimmer kommen können. Pechvogel sagt, ach, das ist ja unfair, dass ich die einzige Person bin, die hier angeschossen wurde. Es ist die Story meines Lebens, dass ich immer unglücklich und Unglück habe. Und das Spannende hier ist, wie gesagt, du kannst die gleiche Situation komplett anders interpretieren. Aber ich denke, der wichtigste Punkt hier ist, dass genau die Frage, wie erkennt man den positiven Zufall potenziell? Oftmals ist es ein reifes Bauchgefühl. Ja, das im Prinzip, wenn wir uns Führungskräfte anschauen, die sind extrem gut zu sagen, hey, lass mich kurz fühlen. Fühlt sich das okay an? Ist die Person, die, mit der ich hier spreche im Café, eine Person, die ich mag, mit der ich mir was vorstellen könnte? Aber dann kurz auch Hirn, okay, was heißt das jetzt? Erzählt ihr mir was, was Sinn macht, was nicht Sinn macht? Und dann diese Abgleichung zwischen Herz und Hirn quasi. Und das ist ja das Spannende, dann, dass man sich da auch das antrainieren kann. Eine Anschlussfrage, weil ich habe gelesen, du hast ja auch in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel in unterschiedlichen Kontinenten sogar geforscht. Hast du da Unterschiede tatsächlich festgestellt, wo du sagen würdest, okay, das ist schon irgendwie auch ein bisschen eine kulturelle Geschichte, also dass wir Deutschen jetzt zum Beispiel ganz besonders schwierigen Zugang haben, Zufall, das ist doch gar nicht ein deutsches Ding, sondern so ein westliches Ding mit dem ganzen mechanistischen Denken, den Zufall wirklich so ernst zu nehmen? Gibt's da so Unterschiede? Aber wir haben da verschiedene Ansätze. Ein Ansatz ist Langzeitstudien, also dass man beispielsweise beobachtet und Interviews führt, Leute, die auf dem Event sind, und dann guckt, okay, wer von denen hat hier jetzt unerwartete Sachen oder unerwartete Begegnungen gehabt, und dann schauen wir uns an, was passiert über Zeit hinweg, wer macht was damit, wer nicht, was ist der Unterschied, und so ein bisschen dann das anschauen. Oder Experimente. Also ein Kollege beispielsweise hat da tolle Experimente gemacht, die ich unglaublich spannend finde. Also eins meiner Lieblingsexperimente beispielsweise ist eher so ein Entertaining-Experiment, aber denke ich, sagt eben sehr viel, wie man das machen könnte. Und zwar, da haben sie Pechvögel genommen und Glückspilze und sagen, okay, geh die Straße runter, setz dich ins Café, setz dich hin und dann werden wir unser Interview haben, unsere Konversation. Was sie ihnen nicht sagen ist, versteckte Kameras, die Straße runter und im Café drin, und dann vor der Tür ein Geldschein und im Café drin toller Geschäftsmann, der riesige Ideen auch verwirklichen kann. Glückspilz geht die Straße runter, sieht den Geldschein, hebt ihn auf, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, haben eine Konversation, geben sich ihre Visitenkarten, potenziell kommt eine Möglichkeit raus, wissen wir nicht. Pechvogel geht die Straße runter, sieht den Geldschein nicht, tritt drüber, geht ins Café, setzt sich neben den Geschäftsmann, ignoriert den Geschäftsmann, das war's. Am Ende des Tages fragen sie beide, Mensch, wie war denn dein Tag heute? Glückspilz sagt, ja, war super, Geld auf der Straße gefunden, neuen Freund gefunden und potenziell Möglichkeit rausgekommen. Pechvogel sagt nur, ja, ist ja nichts passiert heute. Und das Spannende ist halt, du kannst Leute in genau die gleiche Situation packen, und das sind eben solche Experimente, wo sie irgendwas Unerwartetes haben potenziell, und dann sieht man halt, wer sieht es und wer macht was damit. Und das sind halt so potenzielle Experimente, die wir machen können. Ja. Wir haben eine Anschlussfrage. Ich weiß, Tanja, du willst gleich. Eine Anschlussfrage, weil ich habe gelesen, du hast ja auch in unterschiedlichen Ländern, zum Beispiel in unterschiedlichen Kontinenten sogar geforscht. Hast du da Unterschiede tatsächlich festgestellt, wo du sagen würdest, okay, das ist schon irgendwie auch ein bisschen eine kulturelle Geschichte, also dass wir Deutschen jetzt zum Beispiel ganz besonders schwierigen Zugang haben, Zufall, das ist doch gar nicht ein deutsches Ding, sondern so ein westliches Ding mit dem ganzen mechanistischen Denken, den Zufall wirklich so ernst zu nehmen? Gibt es da so Unterschiede? Also spannend, weil beispielsweise im Mittleren Osten oder so, wenn du da mit Serendipity, dann ist so, hey, ja, so leben wir. Ja, so ist, das ist unser Leben, weil so im Prinzip, wir sind in diesem Flow und wir sind in diesem, hey, so nehmen wir eben auf und verknüpfen konstant Punkte. Versus, was ich eben in Deutschland spannend finde, ist, dass im Prinzip Planung ist ja extrem wichtig, und da kann man ja auch extrem viel von der deutschen Plankultur lernen. Im Prinzip, ja, viel Prozessinnovation und so kommt ja von hier. Das heißt, Planung hilft uns mit Priorisierung, es hilft uns mit, wo wollen wir hin, ein Gefühl geben, dass wir wissen, wo es hingeht und so weiter. Und das Spannende ist ja, dass es dann darum geht, wie können wir das Beste aus den verschiedenen nehmen. Also im Prinzip sagen, ja, Planung ist wichtig, aber wir müssen den Zufall in die Planung mit aufnehmen. Und ich denke, das ist halt das Spannende, dass ich in jeder Kultur gesehen habe, dass es in jeder Kultur Leute gibt, die das ein bisschen verknüpfen, zu sagen, hey, ich habe hier einen Plan, wo ich hin möchte, und gleichzeitig habe ich hier eine Offenheit zum Unerwarteten, dass ich dann im Prinzip den Plan ändere, wenn was noch Besseres kommt.
Ich habe zwei Fragen in einer. Das ist eine ist die Streberfrage, die sagt, hey, ich habe mich vorbereitet, ich habe ein Interview mit dir gelesen. Und die andere ist diese persönliche Frage, also Glückspilz versus Pechvogel. Ich bin persönlich an einem Freitag, den 13. geboren. Freitag, der 13. bedeutet in Deutschland ganz was Schlimmes. Ich finde trotzdem, ich habe immer wahnsinnig viel Glück im Unglück. Ja, also das ist so mein Mindset. Und ich frage mich, ob man diese Menschen, die davon überzeugt sind, dass ihnen immer was Schlechtes passiert. Also ich stehe schon immer an der längsten Schlange im Einkaufsmarkt. Also das bin schon auch immer ich, ja. Aber kann man uns, die wir so sehen, kann man uns das beibringen? Und die Anschlussfrage, kannst du auch echt in einem Rutsch beantworten. Ich habe eben gelesen, ihr habt auch in Kontexten von Armut geforscht. Also wo es eben interessanterweise viel eher Leute gibt, die diesen glücklichen Zufall sehen und zu schätzen wissen und daraus was Positives entwickeln. Also, keine Ahnung, bin ich vielleicht auch zu saturiert, als dass ich so meine Möglichkeiten nicht sehe, ja? Sehr spannend. Also, zur ersten Frage, da ist ja wirklich, das kommt ja zurück darauf, was wir gesagt haben. Wie nimmt man eine Situation wahr? Also beispielsweise, wenn du in der längsten Schlange im Supermarkt stehst und jetzt sagst, ach, das ist eine blöde Situation, dann wird die Situation blöd, weil das im Prinzip jetzt so eine self-fulfilling prophecy fast schon ist, dass du sagst, okay, du denkst, es wird so und dann ist es ja im Prinzip auch, gibt es nicht viele Möglichkeiten, dass es noch gut wird. Versus wenn du jetzt sagst, okay, hey, Mensch, die Person hinter mir, die haben ja, das ist ja interessant, dass die das ist ja meine Nachbarin, mit der ich noch nie gesprochen habe. Mensch, jetzt kann ich ja endlich mal vielleicht für 2 Minuten mit ihr reden, weil wir nie Zeit haben, mit ihr eigentlich zu reden und so weiter. Und da geht es dann eben drum, zu überlegen, was sind denn ein paar Praktiken, die wir alle nutzen können. Also ein Beispiel, eines meiner Beispiele ist die Hakenstrategie, wo man im Prinzip sagt, man baut ein paar Haken rein in eine Konversation, wo man einfach sagt, das sind Interessen zurzeit. Also beispielsweise, da steht jemand in der Schlange und man sagt, hey, bist du nicht meine Nachbarin? Freut mich super, dich zu sehen, weil ich habe gesehen, du machst auch sehr viel Gartenarbeit. Das gefällt mir ja auch total. Das ist ein Haken. Oder in den Einkaufswagen schauen. Mhm, genau. Und schauen, was die da haben. Ja, ein Haken. Und also quasi ist ein Haken ein Anknüpfungspunkt? Genau. Ist das sowas? Genau. Und wirklich so einen potenziellen Anknüpfungspunkt, wo dann die andere Person sagen kann, ja Mensch, so ein Zufall, ich habe auch gerade mit Gartenarbeit angefangen, lass uns doch mal hier Erfahrungen austauschen. Oder im Wagen sieht man, da ist was für Kids drin, ach Mensch, hast du gerade eine Enkelin, ja, das ist so ein Zufall, ich habe ja auch gerade und so weiter und so weiter. Also so nach dem Motto, und da können wir eben alle in Gesprächen, wenn wir uns vorher überlegen, was sind so 2, 3 Punkte, die ich zurzeit so als Interessen habe. Also hey, ich bin zurzeit richtig interessiert an Kindererziehung, weil wir gerade eine 18-monatige Tochter hatten, aber kümmere mich auch sehr um Serendipity Mindset, weil ich möchte, dass es in mehr Schulen reinkommt. Wenn man das subtil so in Nebensätze reinbaut, dann sagen Leute so auf einmal, ach Mensch, so ein Zufall, mein Onkel ist ja, unterrichtet ja an der Schule, stelle ich hier mal vor und so. Und da kommen halt so die tollsten Overlaps dann. Vor allem eben, glaube ich, in solchen Situationen, wo man erst sagen würde, ist ja blöd, dass ich hier in der Schlange stehe. Aber hey, auf einmal dann hat man die nächste Kundin, weil die Nachbarin vielleicht auch ein Riesenunternehmen hat, was irgendwie dann bei dir einkaufen wird und so Sachen, ne? Also wo es dann spannend wird. Zum zweiten Punkt Armut, da habe ich unglaublich viel gelernt. Also meine Forschung jetzt über die letzten 10 Jahre war größtenteils auch so in Teilen von Kenia, Teilen von Südafrika, wo absolute Armut herrscht, beispielsweise in Cape Flats in Cape Town. Und da habe ich vor allem mit so einem Unternehmen gearbeitet, die heißen Reconstructed Living Labs. Das sind so beispielsweise 10 Schritte, um Ausbildung oder um Social Media zu nutzen, um dein eigenes Unternehmen zu bauen. Also ganz Low-Cost-Education-Modelle, die du im Prinzip in verschiedene Kontexte nehmen kannst. Und ich habe den damals gefragt, den Gründer, was ist denn eine Frage, die ich dir nicht stellen sollte, die dir alle irgendwie, die hierher kommen und die Gutes tun wollen, dir stellen? Und er meinte, bitte frag mich nicht als erste Frage, wie du mir helfen kannst. Weil wenn das deine erste Frage ist, dann packst du mich in die Rolle des Opfers, des Beneficiaries, die Person, die was von dir braucht. Und dann starten wir so eine Asymmetrie. Versus wenn du reinkommst und sagst, was gibt's hier schon, was können wir zusammen machen, kannst du immer noch über Ressourcen nachdenken. Aber dann fangen wir auf der gleichen Wellenlänge an. Und ich denke, für mich war das so eine riesige Realisierung zu sagen, es ist sowas von denigrierend und unwürdig, wenn man Leuten nur sagt, hier ist Geld für dich, damit du überleben kannst, weil dann Leute das Gefühl haben, ich habe failed, ich habe hier versagt. Versus wenn man reinkommt und sagt, hey, ich kann mit euch zusammen einen Möglichkeitsraum bauen, wo ihr mehr eigenes Glück kreieren könnt. Das fühlt sich an würdig. Ja, jetzt habe ich wieder was im Leben, wo ich selber was machen kann. Ich denke, da ist halt wirklich so der Kernpunkt, das Mindset ist vor allem eben in solchen Kontexten A, präsent, aus Notwendigkeit heraus, aber B, auch ein riesiges Vehikel, um Leuten so dieses Idee zu geben und das Gefühl zu geben, ich kann noch selber was machen versus ich bin hoffnungslos.
Ich fand auch total spannend, also auch aufbauend auf der Frage von der Tanja und von dem, was du dazu gesagt hast, Christian, also dieses, bin ich vielleicht zu satt, weil ich mir auch gerade überlegt habe, naja, wir sind ja jetzt auch alles super privilegiert, wo wir reingeboren wurden und die ganzen Kontexte, die Umgebung, kann man sagen, dass dann vielleicht sogar aus deiner Erfahrung jetzt, Christian, Menschen, die so privilegiert sind wie wir, tendenziell eher auch dieses Glas halb leer, Schwierigkeiten haben, das Potenzial zu sehen, die Möglichkeiten zu sehen, oder ist das viel zu pauschal? Ich würde da nicht alles in eine Box packen wollen, aber was ich schon interessant finde, genau zu deinem Punkt, ist, dass ich denke, oftmals ja da so, wenn man eben gewöhnt ist, Budgets und so weiter und Ressourcen zu haben, und dass es dann beispielsweise, wenn es einen Budget-Cut gibt, dass man dann irgendwie so, oh mein Gott, jetzt kann ich das Projekt nicht machen, weil man im Prinzip so dran gewöhnt ist, dass es halt immer irgendwie was gibt, ja, dass es immer irgendwie Ressourcen und so weiter gibt. Und wenn man jetzt aber sagt, ja gut, aber wenn man von solchen Menschen lernt, die eben aus Notwendigkeit dann immer irgendwas machen, dann sagt man vielleicht, okay, fürs Event brauche ich 20 Stühle und ich habe das Budget jetzt nicht gekriegt. Das heißt aber nicht, dass ich das Event nicht machen kann, sondern dann überlege ich mir halt mal, das Restaurant nebendran hat ja zu um die Zeit, dann leihen wir uns halt die 20 Stühle von denen und dann machen wir das Event trotzdem. Und so diese Idee, das Beste draus zu machen, was wir haben, ich denke, das macht man nicht so oft, wenn man halt so komplett zu viele Ressourcen hat. Und da denke ich, war ja Covid sehr interessant, weil im Prinzip Covid ja so eine Situation war, wo aus Notwendigkeit heraus Brauereien sagen, Mensch, wir können unseren Alkohol nicht mehr in Restaurants verkaufen, weil die zumachen. Ah, aber vielleicht können wir es benutzen, um Handsanitizer herzustellen, Desinfektionsmittel herzustellen und jetzt können wir halt das machen. Und so diese Idee, man kann die Punkte anders verknüpfen, wenn man eben in Situationen ist, wo das vielleicht auch aus Notwendigkeit dann Sinn macht. Aber ich denke, man kann unglaublich viel lernen von Menschen, die aus Notwendigkeit heraus das die ganze Zeit machen, weil dann im Prinzip kommt man ein bisschen weg von diesem, ich brauche Budget, ich brauche Ressourcen zu, hey, eigentlich haben wir doch einiges hier, eigentlich können wir hier ja eigentlich machen. So ein bisschen wie mein 18-jähriger Sohn, wenn immer der Kühlschrank voll ist und auf einmal ist er nicht mehr voll. Und er hat keine Ahnung, was er essen kann. Ja, ja, und es hat ja auch sowas wie raus aus der Komfortzone. Ja, also da finden doch die Möglichkeiten statt dann tatsächlich. Also egal, was auch immer passiert. Also Serendipität oder Serendipity hat auch, glaube ich, damit zu tun, oder? Das ist sehr spannend, weil genau zu dem Punkt, man denkt ja immer, dass aus der Komfortzone raus potenziell heißt, man fühlt sich dabei nicht so gut, weil es ja so ist, ja, Risiko und ist ja und so weiter. Aber das Spannende ist ja oftmals ist genau das Gegenteil der Fall. Also zum Beispiel, ein Kollege von mir in London damals, eminenter Professor, der meinte damals, Christian, ich mag dich, mag deine Forschung, aber wozu brauche ich denn Serendipität? Ich habe doch im Prinzip schon tolle Familie, tollen Beruf, wozu brauche ich denn das jetzt? Und dann haben wir einen Deal gemacht und haben gesagt, okay, für die nächsten paar Wochen, geh einfach mal raus und anstatt zu fragen, was machst du so beruflich oder so diese geschlossenen Fragen, frag mal ein paar offenere Fragen, wie, was machst du gerne? Ganz kurz, ganz kleine andere Frage, aber es öffnet so diesen Möglichkeitsraum, dass Leute wirklich über das reden, was sie wirklich interessiert, versus so Autopilot irgendwie und so weiter. Und setz mal ein paar Haken und so. Also mach so ein paar kleine Sachen anders und dann reden wir wieder. Der kommt nach ein paar Wochen zurück und er meint, Christian, ich wusste gar nicht, dass das Leben so joyful sein kann, so freudig sein kann. Und das ist halt das Interessante, dass wenn man es nicht mal ausprobiert hat, dass man eben so diese Freude, die davon kommen kann, dass es Unerwartete nicht nur ein Feind sein muss, dass es nicht nur was ist, was unsere Pläne zerstört, sondern eben auch die Quelle von so vielen tollen Sachen kann. Neue Beziehungen, sinnstifternde Beziehungen, wie bei euch auch, ne? Dass dann im Prinzip, dass das im Prinzip ja dann das Leben auch wieder lebenswert macht in der Welt, die so unsicher ist. Und ich denke, darum geht es mir von der Philosophie her, so diese Idee, hey, wir leben in einer Welt, wo es geht nicht um Toxic Positivity. Like, die Welt ist hart. Wir sagen nicht, die Welt ist easy. Überhaupt nicht. Wir sagen auch nicht, denk dir nur, dass alles gut ist und dann wird's gut. Überhaupt nicht. Wir erkennen die Barrieren an und gleichzeitig sagen wir, aber es gibt Wege, dass du es ein bisschen freudiger machen kannst. Und in diese Offenheit kommen. Mhm, genau. Wie ist denn das? Weil mich jetzt nämlich auch, weil du es schon erzählt hast, ein bisschen angefangen hast zu erzählen, dass Serendipity für dich auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen, wie du dazu gekommen bist. Also wie kommt jemand, der eigentlich ja Wirtschaft so aus der Ecke kommt, sich mit glücklichen Zufällen beschäftigt? Es war eben auch kompletter Zufall. Ich war, als ich in Heidelberg aufgewachsen bin, sehr rebellisch, bin von der Schule geflogen, musste ein Jahr wiederholen und habe das dann auf meinen Fahrstil auch so übertragen. Und eines Tages hatte ich dann nicht mehr so viel Glück und bin in vier Autos reingeknallt, alle Autos inklusive meinem komplett kaputt. Und da habe ich mir danach
als ich überlebt hatte, sehr viele Fragen gestellt. So nach dem Motto, wenn ich jetzt gestorben wäre, wer wäre zu meiner Beerdigung gegangen, wen hätte es interessiert, was ist alles wert? Und da hatte ich sehr deprimierende Antworten damals und hat mich auf so eine Sinnsuche gebracht. Hey, warum sind wir eigentlich hier? Was bringt mir Sinn? Und habe ein tolles Buch gelesen, Viktor Frankls Man's Search for Meaning, dieses trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das hat mir damals sehr viel Sinn gegeben und Hoffnung gegeben, aber auch, ich habe dabei ein bisschen mehr realisiert dann nach und nach, was mir sehr viel Sinn gibt, ist einfach Ideen zu verknüpfen und Menschen zu verknüpfen. Und deswegen, dieses Connect the Dots ist bei mir im Prinzip immer irgendwie da gewesen, weil diese Funken, die davon kommen, machen mir unglaublich viel Spaß. Und das hat mich dann so eben in die Richtung gebracht, Community Building, Unternehmertum und dann später Akademie. Und da war es dann halt so, dass die spannendsten Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die ich mir angeschaut habe als Forscher, die hatten halt gemeinsam, dass sie irgendwie Serendipität kultivieren. Und deswegen war es im Prinzip komplett zufällig, dass ich in die Richtung gegangen bin. Aber es war eben auch was, was sich in meinem eigenen Leben so gezeigt hat. Und dann eben, ich erst dachte, hey, es wird nur ein Hobby. Das ist was, was ich halt einfach so mache. Aber dann in meiner Forschung kam es halt immer wieder auch. Und deswegen dann der Fokus jetzt auch darauf. Okay. Kannst du uns Anschlussfrage noch ein paar konkrete Beispiele vielleicht sogar geben für Serendipity bei Unternehmen, also eben auch in der Wirtschaft oder eben auch in der Gesellschaft? Also es gibt dieses berühmte Beispiel von, wie Penicillin erfunden wurde. Also auch gerne dazu was sagen, weil ich weiß nicht, ob alle Hörer und Hörerinnen das kennen. Aber vielleicht gibt es da irgendwie noch so andere ein, zwei wirklich ganz handfeste, konkrete Beispiele, wo in der Geschichte Serendipity, glückliche Zufälle uns, ich will jetzt nicht sagen weiter, weil es ja die Frage, ob es uns weitergebracht hat in allen Fällen, aber auf jeden Fall, wo eine Entwicklung stattgefunden hat und wo dadurch das Neue gekommen ist in Unternehmen oder Gesellschaft oder in die Welt. Ja, ist spannend, weil ja sehr viele Innovationen, Inventionen, also zu deinem Punkt von Penicillin über Viagra zu Post-it-Notes zu Kartoffelwaschmaschinen, die sind alle irgendwie zufällig entstanden, weil irgendeine Chemikalie vielleicht unerwarteterweise mit einer anderen Chemikalie zusammengekommen ist oder weil jemand eine Petrischale draußen vergessen hat. Oder die Kartoffelwaschmaschine ist eines meiner Lieblingsbeispiele, wo damals, also vor ungefähr 10 Jahren, ein Unternehmen, Haushaltsgeräthersteller, hat Anrufe bekommen von Bauern und die Bauern haben denen gesagt, eure blöde Waschmaschine geht immer kaputt. Warum geht sie kaputt? Ja, wir probieren unsere Kartoffeln drin zu waschen und es scheint irgendwie nicht zu klappen. Genau. Was würden wir normalerweise machen? Würden wahrscheinlich sagen, wasch deine Kartoffeln nicht in der Waschmaschine. Unser Plan sagt, dass ihr darin nur Kleider waschen solltet. Was haben die gemacht? Genau das Gegenteil. Haben gesagt, unerwartet, aber gibt ja wahrscheinlich viele Bauern in der Welt. Also warum bauen wir nicht einen Schmutzfilter rein und dann machen wir das halt als Kartoffelwaschmaschine. Und so wird es halt ein Produkt. Und der Punkt hier ist halt der, dass oftmals solche Innovationen kommen eben, weil Leute die Augen offen halten und was als Fehler gesehen wurde, potenziell eben auch eine Möglichkeit darstellt. Und ich finde es da halt interessant, beispielsweise Unternehmen, so einfache Fragen zu stellen. Im wöchentlichen Meeting beispielsweise, was hat euch letzte Woche überrascht? Das ist eine ganz einfache Frage, aber wenn du die Frage stellst, dann sagen Leute, es hat mich überrascht, dass Leute unser Produkt ja ganz anders benutzen, als wir dachten, dass sie es benutzen würden. Es überrascht mich, dass unser Anreizsystem im Unternehmen ja eigentlich komplett einen anderen Effekt hat, als wir dachten, dass es hat und so weiter und so weiter. Und deswegen, also wenn man legitimisiert für Menschen, dass man sagt, das Unerwartete ist nicht ein Anschlag auf meine Autorität als Führungskraft, sondern ich als Führungskraft möchte, dass es Teil unseres Plans wird, dann legitimisiere ich das. Und jemand, der das ganz gut gemacht hat, beispielsweise Ajay Banga damals bei Mastercard. Also Mastercard ist ja ein riesiges Finanzunternehmen. Aber der hat damals gesagt, hey, wir wollen als Orientierungssinn 500 Millionen Leute ins Finanzsystem reinholen, die vorher nicht im Finanzsystem drin waren, die in Armut waren. Und jetzt können sie dann ihre Unternehmen bauen und so weiter und so weiter. Und wir haben dann neue Kunden. Also es ist so quasi idealerweise Win-Win. Das heißt, das ist unsere Vision. Hier ist eine Strategie, hier ist eine Timeline. Aber ich sage euch jetzt schon, dass wenn Hilda in Hildesheim uns sagt, dass es bei ihr die Strategie nicht funktioniert, dann werden wir die anpassen und das ist Teil des Plans. Und ich denke, das ist halt das Interessante, dass wenn man von Anfang an sagt, dass wir Teil des Plans, dann ist es eben nicht eine Autoritätsfrage, oh, du hast es nicht kommen sehen. Nee, ich habe eine Kultur gebaut, die das kommen sehen hat. Danke für diese Beispiele, das ist so cool. Und ich hätte, glaube ich, Tanja auch noch 570.000 Anschlussfragen. Darf ich kurz diese zwei Fragen stellen? Was ist denn der Unterschied zwischen Serendipität und Emergenz? Und, weil wir viel über Zufälle gesprochen haben, hat Zufall vielleicht in unseren Kulturkreisen gar keinen so guten Ruf? Wenn ich über Emergenz nachdenke, ist es immer so von Henry Mintzberg, so im Management, so diese Idee, dass es eben das Gegenteil von Planung ist. Ne? Also so, es ist was halt komplett unerwartet dann sich ergeben hat und man hat es nicht kommen sehen.
Und was ich halt spannend finde, ist, dass im Prinzip in komplexen sozialen Systemen Emergenz ja extrem wahrscheinlich ist, weil es ist ja extrem unwahrscheinlich, dass du alles planen kannst, weil es so viele Interaktionen überall gibt. Und die Idee hier ist eben zu sagen, okay, wenn es Emergenz gibt auf der einen Seite und Planung auf der anderen Seite, was ist denn was, was das zusammenbringt und wo wir im Prinzip so eine geplante Emergenz herstellen können? Dass wir, selbst wenn wir jetzt nicht genau planen können, wie die Emergenz aussehen wird oder was genau passieren wird, aber wir können es wahrscheinlicher machen, dass eine positive Emergenz irgendwo irgendwie passiert. Was meine ich damit? Beispiel. Es gibt so dieses tolle Project Funeral, Projektbegräbnis, wo die Idee ist, oftmals Unternehmen reden wir über die Sachen, die gut laufen, aber die Sachen, die schlecht laufen, sind ja eigentlich die, von denen man am meisten lernen kann. Und da geht es darum zu sagen, im Meeting, jeder teilt einfach mal eine kurze Geschichte von, was ist schiefgelaufen in den letzten paar Monaten und was kann man davon lernen. Also Fokus aufs Lernen, nicht auf irgendwie, was schiefgelaufen ist. Und dadurch, dass es jeder macht, hat man so eine gewisse psychologische Sicherheit, dass jeder es halt teilt. So, in dem einen Beispiel jetzt hat jemand erzählt, Mensch, wir hatten so eine tolle Glasscheibe. Und die Glasscheibe reflektiert das Licht nicht, tolles Produkt, aber wir müssen es beerdigen, weil der Markt nicht groß genug ist. Jemand im Meeting sagt, hey, aber hast du schon mal überlegt, was das für Solar heißen würde, wenn du da, wie viel Energie das aufnehmen könnte? Und so ist zufälligerweise, ja, emergently so, ja, keiner hat es kommen sehen, aber es ist dann zufälligerweise Teil deren Solardivision so entstanden. Wie gesagt, da ist das Emergente halt, ja, keiner hat kommen sehen, wann genau, wie genau, und so weiter, aber du hast es wahrscheinlicher gemacht. Und das ist eben diese Cultivation von dann der Serendipität, die da passiert ist. Das heißt, es braucht beides, damit es auch nicht nur ein Zufall ist. Das wäre jetzt eben diese Anschlussfrage. Zufall hat ja auch teilweise wirklich gar keinen so guten Ruf, ja. Ja, das ist ja nur Zufall oder wir achselzucken das dann so weg, ja, ein bisschen. Ist es auch deine Erfahrung oder du bist ja viel in der Welt unterwegs gewesen und immer noch, dass das ein Unterschied ist? Absolut, weil wir entweder einen Anreiz immer haben, den Zufall aus unseren Stories rauszulassen, weil wir ja dann immer in Kontrolle, wenn du ein CEO bist und ins Board kommst, du willst ja nicht sagen, ich habe den Plan gehabt und dann ist was passiert, was ich nicht wusste und dann jetzt machen wir was anderes. Ja, dann scheinst du ja außer Kontrolle zu sein. Ne? Aber wenn du sagen kannst, und das, darum geht es mir eben auch mit diesem Content, zu sagen, nein, ich gebe dir ein aktives Vokabular, wo du sagen kannst, wir hatten einen Plan, dann haben wir eine Kultur kreiert, die uns noch bessere Ideen geben kann und dann jetzt haben wir den Plan da und dahin geändert, weil wir im Prinzip gesehen haben, da gibt es noch was Besseres hier. Und ich denke, so diese aktive Sprache über den Zufall nicht nur als was negativ unseren Plan zerstört, sondern eben auch als positiv Teil des Plans, das macht einen riesigen Shift. Aber genau zu deinem Punkt, ich denke, da geht es halt darum, dass wir ja alle so, ich bin ja auch in Deutschland aufgewachsen, wo wir ja so getrimmt werden, plane und Zufall ist was, das du minimieren musst, ja, dass du im Prinzip ausschließen musst. Aber wenn man eben dann realisiert, wenn man im eigenen CV schaut, ja, aber die interessantesten Sachen kommen ja oftmals zufällig, dann realisiert man ja auch, ha, wenn ich damit ein bisschen umgehen kann, vielleicht kann ich dann auch nicht nur die Dots mit Hindsight, also im Hinten, sondern auch nach vorne hin. Und darum geht es eben so ein bisschen mehr Handlungsfähigkeit eben auch nach vorne hin zu bekommen. Die vier Dimensionen der Dots, das wäre doch auch toll, oder? Ja, super. Vor allen Dingen, ich finde es schön, dass wir hier reden, weil ich dachte ja zuerst, oh, wir spoilern voll das Buch und so und dann liest keiner, aber ganz im Gegenteil, ich persönlich habe jetzt viel mehr Lust, auch dieses Buch wirklich zu entdecken im Sinne von hineintauchen und verstehen. Also verstehen nicht nur im Hirn. Ich glaube, das ist ja auch so ein großer Irrtum im Leben. Wir verstehen doch überall, bis in die letzte Hautzelle. Genau. Hast du Lust auf Spielen? Immer gerne. It's game time. Wir haben jetzt hier so ein Spielfeld, Achtung. Das sind handgeschriebene Karten. Das ist unser Spiel des Lebens. Und die Rike erzählt mal kurz die Spielregeln, weil ich bin jetzt die Würflerin. Es wird gewürfelt, es kommt eine Zahl und dann geht das Männchen auf den Spielfeldern und dann gucken wir, welche Frage rauskommt, die du dann beantworten darfst. Super. Und falls du sie nicht beantworten willst, kannst du sie auch zurückwerfen. Okay, super. Wir haben wieder die alten Regeln, Rike. Gab's neue? Im letzten Podcast hatten wir neue Regeln. Achso, wir finden immer neue Regeln. Ja, genau. Okay, dann würfel ich mal und ich hoffe, du glaubst mir, wenn ich dir sage, was dann auf diesem Würfel steht, weil wir sind ja online unterwegs. Eine 4. Oha. Das größte Risiko? Fragezeichen. Das größte Risiko, vor allem für junge Leute, ist, glaube ich, in die Welt zu gehen und davon auszugehen, dass man alles planen kann. Weil im Prinzip das Leben dann komplett anders spielt und dann wirft es einen aus der Bahn, versus wenn man davon ausgeht, hey, es wird im Leben viele Zufälle geben. Ich baue einen Muskel dafür,
dann im Prinzip kann man dieses Risiko auch minimieren. So paradox, wie es klingt, dass dann im Prinzip man das Risiko minimiert, dass so ein Zufall einen aus der Bahn wirft. Deswegen muss es auch an die Schulen. Ich bin absolut dafür. Serendipität muss an die Schulen als Unterrichtsfach. Hallo, Kultusministerium? Eine Eins. Eines der liebenswürdigsten Dinge, die jemand mal für dich gemacht hat. Bekannte oder unbekannte Personen? Es sind oftmals die kleinen Sachen. Oftmals jetzt, also das, was gerade heute Morgen, meine kleine 18-monatige Tochter ist in den Raum gerannt und hat mir eine Umarmung gegeben. Und das war für mich, das ist so das, was mir dann noch Gänsehaut gibt, weil sie das noch nicht so oft gemacht hat, dass sie einfach so reinrennt und dann einfach so, hack, einfach Umarmung. Und genau, also das, ja. Es sind so die kleinen Sachen im Leben, wo ich das Gefühl habe, die geben mir am meisten Freude dann. Und die dritte Frage. Hat dir Unsicherheit schon mal richtig wehgetan? Und wenn ja, wann? Oh, absolut. Sehr häufig, sehr häufig. Also ich hatte beispielsweise, als Covid gerade ausgebrochen ist, war ich gerade in New York angekommen für ein paar Monate, habe dann eine schwere Covid-Erkrankung gekriegt. Das war noch vor Impfung und so weiter. War dann alleine im Apartment hier. Es war ja alles dann irgendwann Lockdown. Und das war eine sehr deprimierende Zeit, wo auch dann wieder Viktor Frankl und so weiter, ich mir sehr auch wieder in Erinnerung rufen musste, damit ich eben auch weiter mit Lebensfreude mache, weil es war schon eine sehr harte Phase. Schön, dass wir dich hier so vital bei uns haben. Ja, danke schön. Christian, eine letzte Frage, weil wir haben nämlich immer Challenges, die uns unsere Gäste und Gästinnen uns geben, also was wir mal machen sollen, was auch gerne unsere Hörer und Hörerinnen mal ausprobieren. Gibt es dann irgendwas, was du uns mitgeben kannst als Experiment, als Challenge, das mal auszuprobieren im Kontext von Serendipity? Ja, in den nächsten 2 Wochen dann einfach mal die Dame dann oder den Herrn in der Schlange im Supermarkt, vielleicht, wenn es so aussieht, als ob da eine Konversation sein könnte, wirklich mal eine Konversation mit Ihnen haben. Cool, super coole Challenge, oder Tanja? Nehmen wir an. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, lest Christians Buch Erfolgsfaktor Zufall auf Deutsch. Und danke, dass du hier heute mit dabei warst. Hat total Spaß gemacht. Ja, war ein Fest. Herzlichen Dank. Alles Gute weiterhin. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Ciao, ciao. Dankeschön. Wie kommt das Neue in die Welt? Die Challenge, raus aus der Komfortzone. Ja, und wie die Podcast-Hörerinnen und Hörer vielleicht sich erinnern, wir haben ja ab und zu Challenges schon bekommen und versuchen die natürlich dann auch zu erfüllen im Sinne von, wir wagen es, wir probieren es aus. Und ihr wisst ja, wir haben Rainer Sachs bei uns zu Gast gehabt, der uns ganz viel über Risikoforschung erzählt hat, auch über die Macht des Zufalls, die Möglichkeit des Zufalls. Und der hat uns mitgegeben eine Frage, die hat er erlebt, als er als Student reiste und in einem Kloster war, in einem buddhistischen Kloster, wo er etwas wissen wollte zu einem Bild und wo der Mönch ihm dann gefragt hat, was hilft es dir zu wissen? Und diese Frage hat er sozusagen uns mitgegeben, dass wenn wir mal wieder was wirklich wissen wollen, dass wir mal kurz innehalten und überlegen, was hilft es mir zu wissen? Rike, hast du denn diese Aufgabe mal versucht? Tatsächlich habe ich, glaube ich, also es hat mir in den letzten Wochen immer wieder geholfen, weil ich habe so ein, meine Kollegin nennt es immer, also nicht nur bei mir, sondern generell dieses Phänomen Monkey Mind. Ich glaube, das kommt auch aus dem Buddhismus, keine Ahnung. Also das ist so, wenn der Geist keine Ruhe gibt, je. Weil man ständig irgendwie über irgendwas nachdenken muss und irgendwas überlegen muss. Und ich hüpfe dann auch gedanklich von einer Frage zur nächsten. Und es dreht sich ganz viel bei mir um dieses, hä, aber warum ist das jetzt so und wieso ist das jetzt so? Und also ganz viel Fragen, Fragen, Fragen. Und ganz besonders schlimm, abends, wenn ich im Bett liege und es keine Ruhe gibt, dann habe ich mich erinnert an Rainers Satz. Und diese Antwort eben mir versucht selber zu geben, ja, okay, was hilft es jetzt zu wissen? Und es ist erstaunlich, wie sehr das einen auch beruhigen kann. Mhm. Eine Entspannung liegt in diesem Nichtwissen, gell? Also eine unglaubliche Möglichkeit auch, dass im Aufhören zu denken eine Belohnung ist, so ein bisschen. Ja, genau, das ist so ein bisschen wie, das Hirn darf sich jetzt in die Badewanne legen und muss jetzt gerade einfach nichts machen, weil es hilft eh nichts. Und gleichzeitig hatte ich irgendwie so ein Paradoxon in meinem Hirn, weil wenn ich darüber nachdenke, was hilft mir denn das zu wissen,
dann denke ich ja darüber nach, weil ich wissen will, was es mir hilft, das zu wissen. Und ich habe dann richtig gemerkt, wie sich bei mir so fast das Denken aufhängt, ja, wie so eine platte Nadel, die dann immer so auf die Rille nicht vorwärts geht. Ja, und ich merke schon, also es ist ja lustig, ich verändere mich ja auch mit diesen Podcast-Folgen. Also das ist tatsächlich nicht nur so dahin hingelabert. Ich finde es immer unglaublich, ja, beinahe schon irritierend, wie sich danach mein Verhalten und mein Denken ändert. Nur so ganz klein. Und manchmal sind es einfach, glaube ich, auch nur so Reminder von Dingen, die ich ja schon mal gehört habe oder ahne oder wo ich auch merke, dass, tut mir leid, junge Leute, falls ihr uns hört, wo das Alter teilweise auch hilft, zu sagen, ja, was hilft es mir zu wissen? Weil ich werde jetzt nicht mehr Musical-Sängerin, glaube ich, in New York. Ich glaube, das kann ich einfach knicken. So befreiend, oder? Das ist so befreiend. Das war so wahnsinnig, echt wahnsinnig lang mein Traum zum Beispiel. Oder es gibt einfach viele Züge, die sind abgefahren. Und es ist so cool, sich auch mal zu sagen, ja, die sind abgefahren, aber ich weiß aus meiner Lebenserfahrung, es kommt gleich wieder ein nächster. Und dann fährt der mich woanders hin. Und dieses, ja, was hilft es mir zu wissen, vielleicht auch nur, wo dieser Zug hinfährt, finde ich sehr, sehr befreiend und, wie du sagtest, beruhigend. Ein Kommentar zu dem, dass du beim Nachdenken über die Frage, dass sich das fast aufhängt bei dir, finde ich total spannend, weil was mir da kam, ist der Gedanke, und ich bin jetzt ja überhaupt kein Experte für Buddhismus, aber es gibt im Zen-Buddhismus den Begriff des Koan. Das ist so dieses Rätsel, dieses Paradoxon, also Paradox, wie das zum Beispiel von der Klatschen mit einer Hand, dass man sich das irgendwie vorstellen soll, ja. Und das geht ja nicht. Und es gibt da diese verschiedenen Koans und dann brütest du darüber und das sind eben paradoxe Fragen oder Fragen, auf die ich so keine Antwort geben kann. Und da musste ich gerade dran denken. Und das ist ja eigentlich auch eine Art von Meditation, also diese paradoxen Gedanken auszuhalten tatsächlich und da drin zu bleiben, ohne dass man sich total verrückt macht. Das kam mir gerade. Fand ich spannend. Das muss ich das nächste Mal machen. Also ohne, dass ich jetzt gedanklich in die geistig, mental in die Badewanne steige, mal experimentieren mit diesen nicht lösbaren Aufgabe. Gut. Das heißt, du hast dir gerade die nächste Challenge gestellt. Hast du gemerkt? Ja, super. Okay, das ist doch wunderbar. So gehen uns nie die Challenges und auch nie die Fragen aus und Gott sei Dank auch nie die Gäste. Genau. Der Emergenz-Podcast. Schlaubergerinnen am Rande des Scheiterns. Ja, Rike, es war mir wieder ein Fest. Auch wir sind ja Serendipität. Sehr lustig. Hätten wir nicht geredet, hätten wir keine Haken geschlagen. Herzlichen Dank, dass es dich gibt an dieser Stelle mal. Ja, gleichfalls. Ja, schön, dass es dich gibt. Wir wünschen euch auch, dass ihr vielleicht ausprobiert, wenn ihr mal wieder da steht, wo ihr gar nicht stehen wolltet, das Beste draus zu machen und mal einen Haken in die Wand zu schlagen, einen Dot, einen Verknüpfungspunkt. Und vielleicht passieren bei euch ja auch ganz großartige, glückliche Zufälle.